Dieses Hochzeitskleidchen möchte ich euch zeigen, wie es gemacht wird, mit passendem Hund. Und hier habe ich eins in Lila für die Brautjungfrau. Die braucht ja auch eins. Also bis gleich. Also für dieses Kleid und Hütchen wollte ich ja ein Hochzeitskleid machen. Das ist die Brautjungfrau. Und hier habe ich denn aus Tüll noch so einen Unterrock gemacht, damit das ein bisschen absteht. Da brauchen wir Baumwollgarn, dann Häkelnadel und für hinten habe ich so ein Bändchen. Das habe ich diesmal nicht mit Klettverband, sondern so gemacht. Das brauchen wir und für diesen Unterrock, da habe ich hier noch, und zwar auf die Schlache, das ist Fliegengitter, was man abschneidet und das kann man wunderbar gebrauchen. Wird nachher schön gekräuselt, das kann man als Unterrock nehmen. Und wie natürlich üblich, meine Anleitung. Ich habe auch ein Zeichnen gemacht, wer das damit besser sehen kann. Dann die Wolle. Jetzt dürft ihr da also nicht dünner oder dicker machen, dann kommt ihr damit nicht zurecht, weil dann passt es nicht. Weil es wird bei dünnerer Wolle wird es kleiner und dickere Wolle wird es größer. Also ich habe ein 50 Gramm und das hat eine Lauflänge von 125 Meter. Wenn ihr euch vielleicht danach richtet und da steht drauf, Häkelnadel 2,5 bis 3,5, aber ich habe Zweigen, ich nehme zwei. Dann ist das immer ein bisschen fester. So, also dann fangen wir mal an und zwar die erste Reihe wären 22 Luftmaschen. Und das ist mal erst der Umfang bis hier. Und das lassen wir ja hier offen. Und ich mache die nächste 20 Stäbchen, mache ich auch noch so. Und hinterher wird nachher zusammen. Hier habe ich denn hier die erste Reihe, das sind die 22 Luftmaschen und dann die 20 Stäbchen. Jetzt mache ich mal bis hier fertig und dann zeige ich euch weiter. So, jetzt habe ich die Stäbchen fertig, die 20. Jetzt gehen wir zurück und zwar einmal in Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, immer in das andere Stäbchen rein, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und so machen wir das bis hinten. Wenn wir hier sind, schließen wir denn der Kreis, weil das reicht für offen, weil hinten kommt ja nachher das Rückenteil und hier dieses Stückchen reicht. Dann machen wir wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen und zwei Luftmaschen. Dann nochmal in jedes Stäbchen ein Stäbchen und drei Luftmaschen. Jetzt machen wir erstmal dieses Stück fertig. Dann wären wir bis hier an der fünften Reihe. So, ich habe ja jetzt bis hier gemacht. Probiert das aber bei euer Püppchen noch einmal aus, ob das so hinhaut. Seht ihr? Also, es passt bei mir. Ich habe jetzt nicht, wie ich eben gesagt habe, an der zweiten zusammengehäkelt. Ich habe das hier an der nächsten. Erstens wäre das ja verkehrt herum gewesen und zweitens war mir das dann doch ein bisschen zu eng. Was ich denn hier zum Schluss auch, wenn ihr das hier zum Schluss macht, ihr hier ein Kettemaschen, dann verbindet ihr die Reihe dann zusammen. So, jetzt habe ich das bis hier ja fertig, bis da der fünfte. Jetzt macht ihr in jede, wo die drei Luftmaschen sind, macht ihr drei Stäbchen und drei Luftmaschen. Dann hier in die, wo die drei sind, vier Stäbchen, dann fünf, dann sechs und dann aber hier immer die drei Luftmaschen und dann werdet ihr hier ja wieder schmäler, dann müssen die Luftmaschen wieder mehr sein. Dann fünf Stäbchen, vier Luftmaschen und so weiter, bis ihr hier seid, ein Stäbchen und zwölf Luftmaschen. Was ihr hier auch am Anfang tut, also drei Luftmaschen für ein Stäbchen. Dann kommt ja hier rein, das wäre ja eins, zwei, drei,
Das wäre die 3. Dann 1, na, 2, 3 Luftmaschen. Hier wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. 3 Stäbchen. Also es ist ganz einfach, das Muster, und sieht so süß aus. So, na, so macht er da so rum. Hier wieder mit Kettemasche zu, 3 Luftmaschen hoch und macht weiter. Bis hier mache ich das jetzt schon mal. Okay. Jetzt bin ich bis hier fertig. Seht ihr? Hier, wo die 14 Stäbchen reinkommen, ja, habe ich hier die 14 Stäbchen und hier das einzelne. Und jetzt seht ihr richtig schön, wie das hier dann so spitz zuläuft. Habe ich vielleicht irgend noch ein schwarzes Foto oder so da, dass man das besser sieht? So, da vielleicht. Hier, seht ihr? Hier war es breiter und dann schmäler. Aber dann hier die Luftmaschen waren hier nur die 3 und dann wurden sie ja hier weiter. Seht ihr da? Und das habe ich unterstrichen, weil da gingen ja immer nur eine Luftmasche mehr. Und hier waren es 10 und 12, damit das unten schön bauschig wird. Aber deshalb musste das da was mehr. So, und jetzt machen wir hier unten den Rest. Und zwar, wo ist denn mein Schluss hier? So, okay, also jetzt kommen hier in jedes dritte Stäbchen ein Stäbchen und dazwischen 2 Luftmaschen. Also hier der erste machen wir ja die 3 Luftmaschen als Stadtstäbchen, dann 2 Luftmaschen und jetzt gehen wir 1, 2 in der dritte in Stäbchen, 2 Luftmaschen, in der 1, 2 in der dritte wieder 2, und 2 Luftmaschen, wieder 1, 2, dritte wieder ein Stäbchen und so rundherum. Und das machen wir 2-mal aufeinander. Und dann kommt in jedes Luftmasche, hier die 2, kommen 2 Stäbchen und es kommen 8 Luftmaschen. Und dann kommen 4 Stäbchen und 6 Luftmaschen. Dann wäre der Rock fertig, dann käme das Oberteil. Seht ihr, dann wäre das hier, das so wird es nachher, das, der Ganze fertig. Und dann kommt das Oberteil, wird oben dran gehäkelt. Okay. So, jetzt habe ich das Röckchen ja mal fertig. Ich hatte ja gesagt, jetzt will ich da unten drunter diesen Tüll, wie ich hier das in Lila gemacht habe, damit das nachher was absteht, habe mir jetzt ein großes Stück, weil das wird ja gekräuselt, abgeschnitten in dieser Länge. Da braucht unten keinen Saum, das ist ja wie so eine Unterrock. Und das kräuseln wir. Da habe ich hier einen Faden mit einem Knoten hinten, damit mir der nämlich nicht nachher wegflutscht. Gehe ich jetzt hier dazwischen die 2 Fäden und dann rutscht er mich nämlich nicht aus, weil das sind ja doch Wattlöcher. Dann kräusel ich das und nähe das jetzt hier rein. Aber bitte, jetzt ist das noch am einfachsten, dass man das jetzt hier reinnäht. Aber bitte nicht hier oben, weil dieses brauchen wir noch, für nachher das Oberteil dran zu häkeln. Also hier knapp drunter. Dann, was vielleicht auch wichtig ist, ich habe doch glatt die 50 Gramm Wolle hierfür schon verbraucht. Habe aber noch einen Rest für das Oberteil. Okay, das machen wir. Und hier habe ich einen Fehler gemacht, habe ich gesehen in meiner Zeichnung. Es muss in jeder dritten Luftmasche 2 rein und dann 8. Und ich habe in jede von die 2 Luftmaschen die 2 reingetan. Also in jeder dritte, also hier habe ich 2 freilassen, da kommen die 6 Luftmaschen und hier wieder. Habe ich wieder von meiner großen Schmierblatt, bis ich das nämlich raus habe, brauche ich immer ein Schmierblatt und das sieht aus. Habe mich damit vertan. So, also jetzt nähe ich das erst rein und dann kommt das Oberteil dran. So, jetzt habe ich das festgenäht hier dran. Jetzt ist, das ist nämlich jetzt einfacher, wie wenn ich
Kleidchen ganz fertig ist, dann tut ihr euch was schwer. Jetzt geht ihr hier in die erste Stäbchen rein. So. Und häkelt jetzt 22 Stäbchen hier herum. Hinten aber jetzt immer offen lassen. Das seht ihr ja hier. Das müsst ihr, braucht ihr nachher für zum Zumachen, sonst kommt er ja gar nicht da rein. Also, das wären jetzt hier diese zuallererst hochhäkeln. Das wäre immer da an jede Seite eins dazu. Hier nur eins, hier nur eins und da eins. Und dann kommt nachher dieses Muster hier für den Busen. Das zeige ich euch denn. Jetzt mache ich erstmal dieses hier hoch. Bis zu 27 feste Maschen und die 5 Reihen. Und dann sehen wir weiter. Also jetzt habe ich dieses Stück fertig und diese 11 feste Maschen. Jetzt kommen 2 in 1. Das fängt jetzt hier an mit dem Busen hier an. Das war da anfangen. Also 2 in 1 feste Masche. Hier kommen 2 rein. 1, 2. Dann 2 feste Maschen. 1, 2. Dann wieder 2 in 1. 1, 2. Und überbleiben 11 wieder. Dann machen wir 12 und 2 feste Maschen in 2-mal in eine. 2 Maschen. Also wie hier, da wo wir das jetzt hier hatten, kommen 2-mal 2 feste Maschen in 1. Und dann wieder hinten wieder. Und hier an der 8. kommt denn diese Stäbchen. Dadurch wird denn hier dieses Oberteil gemacht. Also ich mache mal hier die 2 Reihen. So, jetzt habe ich diese 7 feste Maschen noch hier gemacht. Jetzt kommen wieder 2 in 1. 1, 2. Dann kommen 3 feste Maschen. Einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt kommen dann mit die Stäbchen. Jetzt überspringen wir eine feste Masche und einen kommen 8 Stäbchen. Also die werden jetzt übersprungen und kommen hier 8 Stück drin. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Wieder in 1. Jetzt wieder 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Eine überspringen und dann hier wieder die 8. 1, 2, 3. Hier, da. Da kommen. Und das sind denn hier nachher diese 2 Büstenhalter. Die 8, dann wieder 3, 2 in 1 und 7. So, und dann kommt hier 5 feste Maschen, 2 feste Maschen, 1. Dadurch zieht sich das oben dann wieder etwas zusammen. 12 feste Maschen, 2 in 1. In der Mitte 12, 2 und so hier bis hierhin. Okay. So, jetzt habe ich hier ja einmal feste Maschen ganz rüber. Das, was hier denn 2 in 1, dann wäre das ja noch weiter geworden. Das war mir nachher zu weit. Ich habe sie hier mal anprobiert. Dann hing das doch zu weit runter. Also nur feste Maschen hier in die 9. Jetzt machen wir ja die Träger. Und damit wir hier nicht neu anfangen müssen und hier vernähen, dann machen wir Kettenmaschen. Die sieht man ja so nicht. 1, 2, 3, 4. Also 5 Kettenmaschen zurück. Und dann kommen 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die gehen hier von der Mitte vom Büstenteil hier rein. Wo haben wir das hier? Da ist ein bisschen Mittelteil.
So. Mach da noch mal eine feste Masche, damit es auch schön stabil ist und geh mit festen Maschen zurück. Ihr könnt das noch einmal ausprobieren. Ich habe bei der anderen 12 gehabt, aber ich fand es ein bisschen locker. Deshalb jetzt 10. Es kann ruhig, dehnt sich nachher mit der Zeit irgendwann. So, und so machen wir das an die andere Seite auch. Und dann kommt hinten, hier, kommen feste Maschen, zwei Luftmaschen. Feste Maschen, das sind denn nachher für das Bändchen durchzuziehen. Seht ihr hier? Da immer feste Maschen, zwei Luftmaschen. Feste Masche, zwei Luftmaschen. Und da können wir nachher das Bändchen durchziehen. Und zwar habe ich das Bändchen mit so einer Sicherheitsnadel. Und so können wir das immer so nach und nach durchziehen. So, dann machen wir das mal fertig und dann kommt noch der Hut dran. So, jetzt habe ich das Kleidchen fertig. Seht ihr hier hinten die Schlaufe? Jetzt habe ich das mal was länger hier lassen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und jetzt kam ja noch der Hut, den habe ich schon fertig. Das ist meine Gedächtnisstütze. Die ziehe ich jetzt raus, damit ich immer weiß, wo Anfang und Ende ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Die erste Reihe Fadenring, dann 6 und dann jede 2 Reihen, 12 und so weiter. Ich habe jetzt zugenommen bis zur 6., weil meine Barbie so viel Haare hat und deshalb hier der Umfang etwas größer sein muss. Wenn euer Barbie jetzt nicht so viel Haare hat, die hat so viel Haare, die hat so viel Haare, dann lasst ihr hier diese weg. Also hier die 5 weg. Hier das weg. Und macht dann hier nur mit die 30 dann weiter. Weil dann wird der Hut etwas kleiner. Aber ich brauchte das jetzt, sonst passte mir das hier nicht so drüber. Okay, ich zeige euch noch einmal die Anleitung. Die könnt ihr ja auf Vollbild machen und Standbild und dann abschreiben. So. Und das habt ihr auch. Okay. Gut, können wir das wegtun. Meine zwei Püppchen. So, und wenn es euch gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.